Ich hätte das für die Linse geht. Ja, so ist besser. Oh, hi Marcel, du bist gerade ins Ziel gekommen. Wie war das Rennen für dich? Das Wetter ist ja doch noch ein bisschen schlechter geworden, als es am Anfang aussah. Ja gut, ich meine, Wetter ist für alle gleich. War trotzdem eine tolle Veranstaltung. Hier zu Hause quasi vor meiner Haustür zu schwimmen, naja, da verliere ich jetzt kein Wort drüber. Das war echt eine Katastrophe. Das muss man auch ein bisschen trainieren, was ich nicht getan habe. Aber dennoch, also die Radstrecke hat natürlich Spaß gemacht, obwohl ich nach 20 Kilometern platt gefahren habe, Reifen gewechselt habe, dann mit den nicht aufgeklebten Reifen weitergefahren bin. Das ist ja auch so ein bisschen gefährlich. Aber das Laufen hier in Puerto Colón war ganz große Klasse. Viele Zuschauer, tolles Ambiente. Also wenn ihr mir versprecht, dass nächstes Jahr die Sonne scheint, komme ich auf jeden Fall wieder. Und ansonsten wahrscheinlich auch. Alles klar, super. Dann wärm dich auf und wir sehen uns nächstes Jahr bei schönem Wetter. Ja genau, also nächstes Jahr im April, Puerto Colón, TriStar 111. Be there. Ich auch. Ciao.